Der Wolf und die sieben Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Und die hießen Hörnerhans, Knabberliese, Meckersuse, Spitzbart, Weißfältchen und Dickköpfchen. Das Jüngste aber nannten sie den kleinen Hopf. Die Alte hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach: Hört mal, Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf der Hut vor dem Wolf. Lasst ihr ihn herein, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen könnt ihr ihn gleich erkennen. Ich weiß, wie der Wolf aussieht. Er hat ganz scharfe Zähne. Hm. Und er heult und ist immer garstig. Wir schließen die Tür fest zu und schieben den Riegel vor. Und ich halte am Fenster Wache. Bringst du uns auch was mit? Du kannst ohne Sorge gehen, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Die Geißlein aber verriegelten die Tür und wachten am Fenster, wie sie es versprochen hatten. Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Haustüre und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Die Geißlein aber hielten miteinander leise Rat. Am Fenster ist nichts zu sehen. Durch das Schlüsselloch auch nicht. Aber was war mit der Stimme? Du da draußen, rufe noch einmal! Ihr lieben Kinder, macht die Türe auf. Das ist eine raue Stimme. Das ist der Wolf. Oh, mit den scharfen Zähnen. Ich habe Angst. Ach was, ich halte den Riegel fest zu. Wir machen nicht auf, du bist unsere Mutter nicht. Die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rau. Du bist der Wolf? Lass uns in Frieden. Da ging der Wolf wieder weg und sprach für sich: Ich muss sehen, wie ich die jungen Geißlein überliste. Bald kam ihm ein Einfall und er ging zum Krämer. Verkaufe mir ein großes Stück Kreide. Meine Wolfsjungen sollen das Rechnen lernen. Und ich will ihnen Zahlen an die Tafel schreiben. Der Krämer glaubte dem Wolf kein Wort und dachte bei sich: Wer weiß, wen der Wolf betrügen will. Aber warum soll ich nicht meinen Vorteil daraus ziehen? Und so forderte der Krämer für die Kreide den dreifachen Preis. Der Wolf aß die Kreide und machte seine Stimme fein. Dann kehrte er zurück, klopfte wieder an die Haustür und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Und abermals hielten die Geißlein miteinander Rat. Habt ihr gehört? Das ist die feine und liebliche Stimme unserer Mutti. Sie hat uns etwas mitgebracht. Ich mach gleich den Riegel auf. Halt, halt! Wir sollen auf die Pfoten achten. Der Wolf hat immer schwarze Pfoten. Ich kann es durchs Fenster deutlich sehen. Schwarze Pfoten. Das ist der Wolf. Oh. Mit den scharfen Zähnen. Ich habe Angst. Ei, was? Ich halte den Riegel fest zu. Wir machen nicht auf. Unsere Mutter hat keinen Schwarm. Du bist der Wolf. Der Wolf bist du. Da ging der Wolf wieder fort und dachte: Ich muss es noch klüger anstellen. Und das Wasser lief ihm im Maul zusammen, als er an die kleinen Geißlein dachte. Endlich kam ihm ein neuer Einfall
und er lief zum Bäcker und sprach: Oh, Herr, ich habe mich an der Pfote gestoßen und leide große Schmerzen. Oh, streich mir Teig darüber. Der Bäcker war ein hilfsbereiter Mann und dachte an nichts Böses. So bestrich er dem Wolf die Pfote. Dieser aber lief weiter zum Müller und sprach: Hey, streue weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller dachte bei sich: Gewiss will der Wolf jemand betrügen. So nahm er allen Mut zusammen und weigerte sich. Aber da sprach der Wolf: Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller, und so strich er dem Wolf die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Male zu der Haustüre, klopfte an und rief: Macht mir auf, Kinder! Euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht. Und abermals hielten die Geißlein miteinander Rat. Das war die Stimme von unserem lieben Mütterchen. Aber ich kann die Pfote nicht sehen. Wenn sie nun schwarz ist... Dann ist es der Wolf. Oh, mit den scharfen Zähnen. Ich habe Angst. Ei, was? Dann bleibt der Riegel zu. Er soll uns erst die Pfote zeigen. Ja. Du da draußen, zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist. Da legte der Wolf die Pfote ins Fenster. Und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, das war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Hörnerhans sprang unter den Tisch, Knabberliese ins Bett, Meckersuse in den Ofen, Spitzbart in die Küche, Weißfältchen in den Schrank, Dickköpfchen unter die Waschschüssel. Der kleine Hopf aber versteckte sich im Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen. Nur den kleinen Hopf im Uhrkasten, den fand er nicht. Als der Wolf seine Fressgier gestillt hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was musste sie erblicken! Die Haustür stand sperrweit auf, Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen, sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander mit Namen. Hörnerhans, Knapperliese, Meckersuse, Spitzbart, Weißfällchen, Dickköpfchen, kleiner Hopf. Hier bin ich, liebe Mutter. Ich stecke im Uhrkasten. Sie holte den kleinen Hopf heraus und er erzählte ihr, dass der Wolf gekommen wäre und die anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr euch denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat. Schließlich ging sie in ihrem Jammer hinaus und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Aber sieh doch, in seinem Bauch bewegt und regt es sich. Vielleicht leben sie noch. Oh je, sie werden ersticken. Los, lauf nach Hause, hole Schere, Nadel und Zwirn. Ich will dem Ungetüm den Bauch aufschneiden. Und so geschah es. Kaum aber hatte die Alte den ersten Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiterschnitt, so sprangen nacheinander alle Sechse heraus und waren noch am Leben und hatten nicht einmal Schaden gelitten, denn das Ungetüm hatte sie in seiner Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude. Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften wie toll herum. Die Alte aber sagte: Jetzt geht und sucht Wackersteine.
Damit wollen wir dem bösen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlaf liegt. Da schleppten die sieben Geißlein in aller Eile die schweren Steine herbei und steckten sie dem Wolf in den Bauch, so viel sie hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, dass er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil ihm die Steine im Magen solchen großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er: Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißlein. So sind's lauter Wackerstein. Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie herbeigelaufen, begannen zu singen und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot.